Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen Kater mit zwei verschiedenen Fellfarben und seinem Nachwuchs. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Kater Narnia eroberte unsere Herzen bereits im Jahr 2018, als er noch ein kleiner Fellhaufen gewesen war. Doch schon damals war ein Kennzeichen besonders herausgestochen. Der blauäugige Junge hatte ein Gesicht, das optisch exakt in eine graue und eine schwarze Hälfte getrennt war. Seine Besitzerin namens Stephanie erzählte damals, wie überrascht sie gewesen sei, als Narnia zur Welt gekommen war. Sofort begriff sie, wie außergewöhnlich die Samtpfote war. Ehe Mama Stephanie sich versah, wuchs das Tier mit den zwei Gesichtern und wurde zu einem anmutigen und hübschen Kater. Und nicht nur das. Vor kurzem war er Vater von zwei wundervollen Kätzchen geworden, die jeweils eine Gesichtsfarbe ihres Vaters in ihrem Fell übernommen hatten. Die beiden Geschwister, der graufällige Phoenix und die schwarzhaarige Prada, hatten sich die Farbe 50-50 aufgeteilt. So schien es zumindest. Es war beinahe wie ein doppeltes Wunder. Auf die Frage, wie Narnia mit seiner neuen Rolle als Vater zurechtkam, erzählte Besitzerin Stephanie, dass er seine Aufgabe sehr ernst nehme und es liebte, mit seinen beiden Kindern zu spielen. Doch tatsächlich waren Phoenix und Prada nicht die einzigen Kinder des außergewöhnlichen Katers. Frauchen Stephanie war eine professionelle Katzenzüchterin und erzählte, dass Narnia bereits einige Male Vater geworden war. All seine Kinder trugen Fell in unterschiedlichen Farben. Neben Prada und Phoenix gab es beispielsweise die beiden hellbraunen Geschwister Orphy und Osanna, den pechschwarzen Roswell und die graufällige Rose. Außerdem zwei mehrfarbige Kater mit den Namen Polaris und Phantom. Im Gegensatz zu Prada und Phoenix trugen die anderen Kinder jedoch Narnias auffallend blaue Augen. Stephanie wusste, dass dies etwas Besonderes war. Denn laut der Katzenmutter gäbe es nicht viele Samtpfoten auf der Welt, die komplett einfarbig sind und blaue Augen besitzen. Dabei handele es sich laut der Züchterin um ein neues Gen namens Ice. Gegen Ende Juni würde Narnia erneut Vater werden. Der außergewöhnliche Kater war im Jahr 2018 in Paris geboren worden, lebte nun jedoch in Großbritannien. Zunächst hatte man angenommen, dass es sich bei dem Kater um eine Chimäre handelte. Einige Genteste negierten dies jedoch. In der Samtpfote befinde sich nur eine DNA, was seine Optik jedoch noch mystischer macht. Kein Wunder, dass das Tier ein echter Internetstar wurde und viele User erstaunt über sein gutes Aussehen und das seiner Familie sind. Nutzer, welche dem Tier in den sozialen Medien folgen, sind beeindruckt, wie gut die ganze Katzenfamilie aussieht und finden die Genetik faszinierend, die dahinter stecken muss. Wie wundervoll, dass Narnia nicht nur ein guter, sondern auch ein äußerst hübscher Vater ist, der praktisch all seinen Kindern seine Attraktivität vererbt hat. Wie findest du die kleinen Kätzchen? Wäre da eins für dich dabei? Oder hast du bereits eine andere Lieblingsrasse? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.